Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Epic Chef. So, wir haben das letzte Mal ja zum einen wieder mal diesen Kampf verloren. Zum zweiten möchte ich natürlich auch diese Gruften öffnen. Jetzt schauen wir mal raus, was wir eigentlich verdient haben am letzten Tag. Das müsste ja jetzt dann gleich kommen. Jawohl, Gesamtruf haben wir 2, 180 haben wir verdient. Gut. Wir brauchen ja bei der Gruft irgendwie 50 Schärfe und wir brauchen 50 Leidenschaft, oder was das ist, dieses blaue Kreiselchen hier. Jetzt habe ich mir schon mal Gedanken gemacht ein bisschen drüber, weil wir brauchen ja 50 Punkte hier oben und das wird natürlich nicht so einfach sein. Wenn wir das hier als erstes, deswegen bin ich ja auch ein bisschen taktisch jetzt vorgegangen, also wenn wir das hier als erstes brauchen und leer in die Pfanne schmeißen, bekommen wir ja 30 Punkte. Das Ganze hat ein Zahnrad und den Stern. Und genau das ist ja das, was wir auch brauchen für, was jetzt da? Und das ist ja auch das, was wir brauchen für den Wettkampf, dass wir diese 70 Punkte und 80 Punkte einsacken können. So, jetzt haben wir Zahnrad und Stern. Jetzt wäre natürlich dann die Frage, was als nächstes? Wir müssen also irgendwas reinschmeißen, was Zahnrad und Stern hat. Also für die leere Pfanne, ne? Wenn wir jetzt da drauf gehen und ich würde jetzt das hier reinschmeißen, würden wir keine Punkte bekommen. So, dann ist die Frage, was als nächstes? Zahnrad und Stern, gibt es da eigentlich irgendwas? Ich glaube, wir müssen generell mal ein bisschen sortieren, ein bisschen taktischer vorgehen bei dem Ganzen. Weil die 50 Punkte zu erreichen, wird nicht einfach sein. So, was mir auch noch aufgefallen ist, und zwar, wir haben doch in unserem Birch, ja, eigentlich wollte ich jetzt halt in deine Aftertasche reingucken hier. Genau, haben wir ja das Fleisch. Das Fleisch hat 11 Schärfepunkte, ne, dieses Aroma hier. Allerdings benötigt es Level 12, um das hier freizuschalten. Es reizt mich halt jetzt erst einmal zu schauen, dass wir dem Level hochkommen, weil wenn ihr da links oben schaut, wir sind im Level 11 und so weit ist es nicht mehr zum Level 12. Vielleicht arbeiten wir jetzt erstmal darauf zu, dass wir uns erstmal Punkte sammeln. Das Restaurant läuft uns ja zum Glück nicht weg. Das wird auch noch stehen, wenn wir jetzt einen Tag nicht hingehen. Von daher gucken wir doch mal, dass wir Punkte sammeln. Wir machen uns dann was Leckeres zum Essen. Da probieren wir dann gleich einmal aus, ob wir irgendwas schaffen. Punktemäßig. Halt, warte mal, da gehen wir noch zum Abschlag. Dann haben wir nämlich, glaube ich, nochmal rote Punkte. Halt, die Eier können wir auch gleich einsammeln. Wenn wir schon hier unterwegs sind, muss ich mich nur darauf konzentrieren, dass ich nicht aus Versehen auf Shift drücke, sonst steht plötzlich Birch wieder hier bei uns. Jo, passt schon. Genau, dann könnten wir nämlich mal was essen. So, ich weiß aber, dass wir irgendwo, ich glaube, die Tomaten, die sind jetzt dann fällig, oder? Wart ihr es fällig oder wart ihr da drüben für, ach, die da drüben sind fällig, ne? Die sollten wir dann auch einmal gleich nachpflanzen, weil das ist nämlich die letzte, das ist die nächste, letzte. Das heißt, wir brauchen 5 insgesamt, ne? 2. Ja, und dann müssen wir natürlich noch herstellen. Warte mal, was schmeiße ich jetzt mal raus? Das Holz schmeiße ich jetzt mal raus. Ist mir jetzt erst einmal egal. So, einmal die Tomaten rein, dass wir Samen machen können. Oh, 1, 2, 3, ja, passt. 5 haben wir. Das passt. Warte mal, dann können wir die gleich mal hier auf die 7 reinlegen. Dann tun wir erst einmal ein bisschen hier Gartenarbeit machen. Muss ja sein, ne? Und vor allem, es bringt ja auch gleich nochmal Punkte. So. Es wäre natürlich nice, wenn wir jetzt Level 12 erreichen. So, einmal ganz kurz daran gucken, dann können wir nämlich alles wieder rausnehmen. Ach ja, die Hölzer kann ich da lassen. Ich habe das nämlich mal probiert. Also man kann in der... Im Restaurant kann man nichts reinstellen. Gar nichts. Das Einzige, was man reinstellen kann, sind natürlich die Sitzbänke. Aber die Qualitätsplanken, die kann ich vergessen. Die schmeiße ich gleich wieder hier rein. Die lassen wir einstecken, dass wir nochmal 2 Tische hin platzieren können. Ich würde sagen, doch, wir gehen jetzt halt sogar ins Restaurant. Weil dann können wir nämlich die 2 Tische noch aufbauen, was uns natürlich dann mehr Geld bescheren wird, hoffe ich zumindest. Wir haben ja schon 6.000, aber mehr ist mehr.
mehr Geld ist mehr. Komm, das sollte doch jetzt halt reichen. Und danke. So, dann sammeln wir hier mal noch Punkte ein. Setzen uns mal ganz kurz auf die Bank. Auf die Bank, nicht auf die Punk. Dann gehen wir mal ganz kurz noch bei den Professoren vorbei. Wobei, die Punkte weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, klar. Oh, und 6 PM, ne, das ist egal. 6 PM ist wurscht, aber wir haben auf jeden Fall einen guten Multiplikator da oben. Es könnte sein, dass wir das locker schaffen, jetzt, dass wir auf die 12 kommen. Das wäre cool. So. Was haben wir hier? Menü öffnen. Da ist ja noch alles soweit flott. Warte mal, wir könnten mal ganz kurz gucken. Ach nee, das sind die, die wir das letzte Mal raus haben, ne? Entschuldigung. Oh, Auftrag. Gucken wir mal. Nicht scharf und es kann ganz viel Blau haben, aber und das, die Krone ist egal. Was haben wir einstecken? Also nicht scharf, das heißt so wenig Punkte wie möglich hier, ne? Gehen wir doch mal am Ofen. Kochen wir doch mal. Schauen wir mal, was wir herbringen. Den würde ich mir gerne noch aufheben. So, und die wollen ja Leidenschaft, ne? Das wäre dann zumindest auch die Soße. Gucken wir mal. Nicht scharf. Okay, wir könnten zum einen die Geistoffel reinschmeißen. Dann hätten wir ja schon mal 30 Kronenpunkte. So ein bisschen Würze, ne? Würze ist auf jeden Fall gut. So, wenn das dann mit dem hier auch so ginge, ne? Jetzt wird mir allerdings nichts angezeigt. Jetzt habe ich keine Zutaten mit drin, die hier drauf passen. Ne? Weil die Geistoffel hat ja, wie gesagt, Zahnrad und Stern. Aber ich habe jetzt nichts, was dazu passt. Nicht scharf, nicht scharf. Alles, was nicht scharf ist, ist interessant. Das hat nur 3 Punkte. Der hat zum Beispiel jetzt nur einen Punkt, ne, und hat 10 Aroma. Das wäre ganz gut, aber der... Also der bringt halt nur 10 Aroma, wenn ich vorher irgendwas Fischiges reintue. Das wäre dann zum Beispiel der hier. Probieren wir es halt einfach. Wir haben ja nichts zu verlieren, ne? So, einmal rein damit. So, dann schmeißen wir da drauf. Auf jeden Fall nicht das. Das da auch nicht. Also schmeißen wir den Champignon mit rein. So, dann machen wir hier mal einen Rührer. Und als Soße könnten wir noch eine Raffinesse mit reinschmeißen. Oder Leidenschaft. Ach so, plus 20. Schauen wir mal. Wir schmeißen das mal rein. Und los geht's. Ah, da können wir auf jeden Fall schön an die 50 Punkte rankommen. Das ist schon mal ganz gut, ne? So, schauen wir mal. Bunte Küche. Koche ein Gericht mit allen 6 Zutaten-Eigenschaften. Geistoffel im Mantel und Pfefferscheren im blauen Waldpüree. Na, das ist doch mal lecker. Schauen wir mal, da müssten wir jetzt halt einiges an Geld kriegen, weil das hat ja fast keine Schärfe. Ich muss es nur in die Hand nehmen, ne? Das war das nächste, das da. Es hat gerade mal 3 Schärfepunkte. Also, nehmen wir das da. Und 760. Nice, das, wenn ich nochmal hinkriege. Das wäre super. Also hier unten, wie gesagt, kann man nichts weiter hinstellen. Das Einzige, was klappt, das sind die Kisten. Von daher gucken wir mal. Wir gehen mal raus da auf C. Das Ding, das Ködergebäude muss ich auch noch bauen. Dafür habe ich nämlich, glaube ich, auch die Qualitätsplanken gedacht dann. Weil das Soßending, das funktioniert ja eh nicht. So, wir brauchen allerdings noch Tische. Genau, und dafür haben wir nämlich auch die Planken. Dann stellen wir nämlich jetzt da unten mal noch Tische her. Je mehr Kunden wir haben, desto mehr können wir verdienen, ne? Hallo Tisch? Warum kann ich hier keinen Tisch hinstellen? Was ist jetzt?
Okay, ich habe keine Ahnung. Warum kann ich den jetzt da unten nicht hin? Ach so, den hatte ich wahrscheinlich nur nicht ausgewählt, richtig. Warte mal, tu mal. Und vielleicht eins. Ja, genau, eins noch daneben. Dann hätten wir jetzt halt vier Tische insgesamt. Das ist doch schon mal etwas. Können wir hier noch irgendwas loswerden? Eigentlich nicht, ne? 210. Das sind halt auch wieder so Kombinationen, ne? Wir sollten auf jeden Fall gucken. Benutzer definiert, dass wir das Ganze mal einrichten, was wir brauchen. Also der Fisch, wenn wir den einsetzen, kriegen wir 70 Punkte bei dem Kochduell. Wir brauchen allerdings noch etwas, was noch ein Zahnrad hat. Und das ist das hier. Das heißt, wenn wir das hier anfangen, haben wir 30 Punkte schon mal so. Plus den 12 sind wir bei 42. Wenn wir. Ja, wenn wir. Nee, das passt nicht. Das sind eben die Sachen immer, ne? Wenn ich jetzt halt hier mal drauf schaue. Bleib mal ausgewählt. Ich schmeiße jetzt halt Zahnrad und Stern rein. Das heißt, ich brauche irgendwas, was auf Zahnrad und Stern reagiert. Allerdings ist bei dem Fisch das Blöde, der reagiert entweder auf Zahnrad und Erde oder auf Stern und Erde oder auf Zahnrad und Pflanze. Also können wir den als nächstes schon gar nicht reinschmeißen. Oh, das wird schwierig. Warte mal, was haben wir da? Zahnrad, Pflanze. Zahnrad, Pflanze. Okay, Geistoffel weg. Dann tun wir mal den Teig hierher. Ja, dann bekommen wir halt 7 Punkte und 4 Punkte. Dann den hier drauf. Dann bekommen wir nochmal 15. Oh Gott, das wird heftig. Ich muss wahrscheinlich erst einmal alle Zutaten, die ich so habe, reinschmeißen, dass wir da ein bisschen rumtesten können. Machen wir das mal so. Sortiere nochmal nach Kategorie. Ah ne, ich lasse es mal Kategorie. Wir nehmen mal eine zweite Ratte mit rein. Wir haben ja zwei Eier, wir haben zwei Äpfel, wir haben zwei Tomaten. Die Soße ist interessant, da habe ich jetzt auch festgestellt, was ich dafür einen Fehler gemacht habe. Und zwar bei der Soße steht, erhöht den Wert der Energiegeschmäcker in der Pfanne. Das heißt, ich muss die Energieblasen, die in der Pfanne sind, die muss ich lassen, dann die Soße draufschütten. Und die Effektdauer ist 5 Sekunden. Das heißt, jede Blase, die da drin ist, ob ein Punkt, zwei oder drei Punkte, gibt uns dann den doppelten Boost. Oh Gott, was machen wir noch? Machen wir den nochmal noch rein. Jetzt haben wir zwei Ratten, zwei Eier. Das da müsste ich herstellen. Uiui. Schauen wir mal. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück und testen mal unser Kochgeschick. Wir haben ja nichts zu verlieren. Alles, was wir verkochen, können wir ja auch wieder herstellen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst einmal unseren Level 12 Boost fürs Fleisch. Da war ein bisschen Ruckeln. Weil mich nämlich interessiert, was bei dem Fleisch dann rauskommt. Bevor ich das Hackfleisch mache. Das Hackfleisch bringt ja 50 Punkte oder sowas beim. Nee, nicht 50. Na, ich möchte in den Kofferraum schauen. So, tun wir die mal raus, die drei. Wir nehmen mal die Milch noch mit raus. Wir nehmen noch eine Mandragora raus. Äpfel, Tomaten. Die Karotten nehmen wir mal mit raus. Wir nehmen noch einen Pilz. Wir nehmen das Getreide. Soße haben wir. Wir können eh nur eine Soße einsetzen. Also tun wir die mal raus. Was fehlt mir jetzt noch? Kartoffeln, ne? Zwei Kartoffeln fehlen noch und die zwei fehlen noch. Ui, okay. Wir essen jetzt auf jeden Fall erstmal etwas von dem Schärfsten, was wir einstecken haben. Oder von dem Besten, was wir einstecken haben. 5, 14, 19. Und 7.
14-11, aber nur 5 und da auch nur 5. Also die zwei Gerichte haben den gleichen Wert, der hat nur mehr Würze. Und ich glaube, die sind besser als das da. Weil das ist ja nur 14, das sind 19. Ja, wir essen jetzt das da. So, schauen wir mal. Drückt mir die Daumen, dass wir Level 12 erreichen. Das wäre super, weil ich möchte unbedingt das Fleisch freischalten. Mal 3. Nein, es reicht nicht. Uns fehlen noch 58 Punkte. Das müssen wir dann am nächsten Tag machen. Aber wir können jetzt halt mal das Kochen testen. Also, davon ausgehend, was wir für diesen Wettbewerb brauchen. Zahnrad und Stern wäre dann das erste. Wir probieren es einfach mal. Da haben wir auch. Da müssten wir sogar noch einen haben. Ne? Okay, lasst uns probieren. Rein damit. Und da wird mir jetzt nichts angezeigt. Ne? Ah, echt blöd. Okay, dann schmeißen wir jetzt mal den Fisch mit rein. So, dann leuchtet der hier auf, der gibt nochmal 10 Punkte. Zack. So, jetzt probieren wir mal. Und wir schmeißen jetzt soßemäßig die Leidenschaft noch mit drauf. Oh, da war ich zu spät, ne? Oder? Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung von 40 Punkten, ne? Okay, passt schon. Geistoffel im Mantel und Tunus-Chips im blauen irgendwas. Wie hat es geheißen? In Tunus in blauem Waldpüree, alles klar. Also die Punkte sind nicht schlecht, ne? 40 und 47 mit ganz wenig Schärfe. Das ist nicht schlecht. So, aber das reicht uns ja eh noch nicht. Wir können jetzt halt mal schlafen gehen. Wir pushen dann nochmal unsere Punkte nach oben. Ich glaube, ohne Training kommt man da gar nicht voran. Also wir müssen unbedingt kochen trainieren. Und was haben wir jetzt verdient heute? Auch wieder nur 180, okay. Es kann aber jetzt sein, wegen den 180, dass wir die Tische erst reingestellt haben, ne? Dass die einfach noch nicht gezählt haben. So, lasst uns mal Punkte sammeln. Und zwar überall, wo geht. Einmal hier. Ich sammle jetzt die Eier dann auch nicht ein. Dann machen wir einmal den Abschlag. So. Dann einmal nach oben auf die Bank. Auf den Liegestuhl meine ich. So. Dann haben wir schon wieder 1 Uhr nachmittags. Dann reiten wir einmal zum Strand runter. Also ich meine, die Punkte sollten wir jetzt dann auf jeden Fall packen für Level 12. Einmal auf die Bank. Dann einmal mit den Professoren quatschen. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 3 Uhr. Also der Tag vergeht schnell, wenn man hier die Zeit verbringt. So. Haben wir schon mal 4. Auf die Bank brauchen wir uns gar nicht setzen, weil da kriegen wir nämlich bloß einen Punkt an. Verdammt, falsch geritten. Falsch geritten. Achso, kann ja da auch rum, ne? So. Ich hätte einfach übers Restaurant sollen. Dann gehen wir einmal hier drauf. 6 Uhr abends, dann ziehen wir uns mal unser Badeanzugleibchen an.
Gehen mal schwimmen. Ah, ich hätte zuerst schwimmen gehen sollen, ne? Verdammt. Verdammt, verdammt. Wen haben wir denn da? Barkus, Servusle. Was hat jetzt mit diesem Typen und den riesigen Händen auf sich? Ich würde ihr fragen, aber ich glaube, ich will nicht zu nahe rangehen. Sie scheinen aber alle sandige Füße zu haben. Vielleicht sollte ich mich am Strand umsehen. Slothy, Servus. Hey Zest, ich habe gehört, du besitzt jetzt ein Restaurant. Glückwunsch. Danke, Slothy. Wie läuft es hier? Nun, da mein Geschäft nicht ganz gut gelaufen ist und meine Partnerschaft mit Mithriel beendet ist, habe ich mich mit einer Kleinigkeit beschäftigt. Ich habe ein Untergrundturnier organisiert, ein Turnier, bei dem jeder mitmachen kann, ohne Einschränkungen. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich schätze, deine jüngsten Erfolge haben mich inspiriert. Bist du interessiert? Vielleicht hast du ja dabei Spaß und verdienst einige nette Belohnungen. Ja klar, logisch. Ich bin dabei. Wie funktioniert es? Das ist ganz einfach. Es gibt 4 Stufen. Eisen, Bronze, Silber und Gold. Du musst 3 Kämpfe in deiner aktuellen Stufe finden und besiegen, um in die nächste aufzusteigen. Sobald du 3 Mitglieder der silbernen Stufe besiegt hast, kannst du gegen den aktuellen Champion der goldenen Stufe antreten. Für jeden Sieg erhältst du Siegesmarken. Du kannst sie gegen einige anständige Belohnungen eintauschen. Hört sich schon nach Spaß an. Gut, Zest, hier ist eine Herausforderung im Eisenrang. Eisenherausforderung des alten Hafens. Okay, was zur Hölle ist das? Der Herausforderer der Liga des alten Hafens. Damit kannst du andere Mitglieder zu einem Duell herausfordern. Wie? Nun, indem man sie schlägt natürlich. Ist das ein Scherz? Denn wenn das so ist und ich herumlaufe und Leute mit eiserner Hand schlage, werde ich auf den Grund eines Grabens aufwachen, mit dem Gesicht nach unten in einem Haufen meiner eigenen Zähne. Und dann werde ich mit etwas Üblerem als einer eisernen Hand hierher zurückkommen. Nein, ist es nicht. Es ist eine Art Tradition hier. Du musst ihnen ja nicht gleich den Kopf an den Schultern schlagen, Zest. Sei nicht so barbarisch. Ihr seid die Typen, die sich gegenseitig mit Metallgegenständen ins Gesicht schlagen und ihr nennt mich barbarisch? Der Herausforderer ist eine Abbildung deines Ranges in der Liga. Wie du siehst, ist dieser aus Eisen gefertigt. Alle anderen Eisenmitglieder werden ihn erkennen und sich bereit erklären, gegen dich zu kämpfen. Sobald du mit 3 von ihnen gekämpft hast, komm einfach hierher zurück und sprich mit mir, damit ich dich in den nächsten Rang befördern kann. Aha, wo kann ich die anderen vom Eisenrang finden? Also, da ist einmal Barkus, gleich da drüben. Ich habe auch gehört, dass ein Räuber hin und wieder in der Hauptstraße herumhängt. Und Amyanda ist oft im Gemischtwarenladen. Viel Glück mit den Kämpfen. Okay. Warte mal, was ist jetzt? Achso, das ist meine Angel. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Das Ding hier. Eisenrang-Herausforderer für Slothys Untergrundliga in der Höhle am alten Hafen. Das packen wir doch jetzt einfach mal hier auf die 6 drauf. Das passt schon. Aber anfangen tue ich das jetzt noch nicht, weil ich habe ja was anderes vor, ne? Na, alles gut mit dir? So. Dann würde ich sagen, wir werden... So viele Punkte sind es jetzt zwar nicht, aber wir werden jetzt einfach mal unser Essen essen. Wir warten allerdings auch, ob vielleicht eine Dinge... Ist das WC offen? Ach so, das ist nur Kleidung wechseln, okay. So, wir haben 4 Tische, wir haben Gerichte. Wir gucken mal drauf. Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn wir das da sogar draufschmeißen würden, ne? Anstatt einem anderen. Und dann essen wir eben eins von den anderen Gerichten. Gucken wir mal. 10, 22, 3. Bleib mal bitte du auf dem Essen drauf. So. Dass wir das im Blick haben. Da haben wir was Scharfes. 14, 11. 6, 16, 13. Ich würde sagen, wir tun das hier raus und tun dafür das hier rein. Das ist, denke ich mal, von den Geschmäckern her wesentlich besser. Und wir pfeifen uns rein auch wieder eins von den beiden. Ich würde sagen, das damit mit Gewürze. Ja. Einfach nur Krone. Das ist gut. Einfach nur Krone ist gut. Und die anderen geben keine Abzüge. Dann lass mal gucken.
Das war das, das war das. Der hier zum Beispiel gibt 20 Punkte, ne? Das könnten wir machen. Wir machen ein Fischgericht. Die anderen Punkte sind anscheinend egal. Wir machen jetzt halt einfach mal. So, darauf, genau, darauf hin können wir jetzt, weil wir haben ja, ne, genau diese zwei Dinge in der Pfanne. Deswegen bekommen wir die 9 Punkte und dann alles, was wir an Dingsi drin haben, mal 1,8. Jetzt ist nur die Frage, ob wir. Ja, passt schon. So, rein damit. Dann Soße, 10 Energie. Wir haben ja jetzt halt einiges an Aromen, glaube ich, drin, oder? Ah, nein, wir schmeißen. Was schmeißen wir denn noch rein? Verdammt. Das hat nur 3 Punkte, das hat 7. Wir haben 20. Ja, ja, das, also das kocht so ganz, ganz langsam vor sich hin, ne? Das da könnten wir reinschmeißen als Soße. Ne, da habe ich aber nicht mehr so viel. Okay, komm, dann schmeißen wir das da rein. Und dann packen wir noch die Raffinesse mit dazu. So, jetzt hat einer hin, bitte. Bevor die ganzen Punkte verschwinden. Jawohl, 10, 24, 38 haben wir da, das ist doch okay. Gebratener Kalmar und gebratene Happen in blauem Waldpüree. Ob das taucht? Das wäre eigentlich irgendwas auch für die Tafel hier, ne? Das wäre, glaube ich, sogar besser, wenn ich das für die Tafel nehme. Wo bist du? Wenn wir das da für die Tafel nehmen, das wäre doch, glaube ich, sinnvoller, ne? Was können wir denn rausschmeißen? 5, 14, 11. Gar nichts. Gar nichts können wir rausschmeißen. Halt, warte mal, ich bin wieder auf dem falschen Essen drauf, ne? Jetzt hat 10, 24, 38. 10, 24, 38. Da würde ich sagen, das hier. Wir tun das raus und tun dafür das da rein. Dass wir hier bessere Gerichte einfach haben. Und wir geben in den Korb. Da ja die anderen Punkte wurscht sind, gebe ich jetzt einfach mal das da weg. Ja, ist in Ordnung. Ich muss es in der Hand halten. 6, 13, 11. 11. Dann das da. So, weg damit. Ich habe jetzt halt nicht drauf geschaut, wie viel Geld, aber wir werden schon ein bisschen was bekommen haben, ne? So, und jetzt halt essen wir. Und zwar das da. Ist egal, was wir essen. Hauptsache wir bekommen Punkte und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich auf Level 12. Nee. Hat nicht gereicht. Also ich muss unbedingt schauen, dass ich den Multiplikator höher bekomme. Das bringt ja so überhaupt nichts. Mei, mei. Und wir sind schon wieder rum mit der Zeit, ne? Okay. Lass uns mal noch gemeinsam ins Bett gehen. Weil das wir abgespeichert haben. Na? Manchmal hat es ein bisschen Ladehänger. Und ich will unbedingt Level 12. So, das kann durchaus passieren, dass ich einen Tag... Oh, unser Reittierchen ist hungrig. Warte mal, das können wir doch gleich noch füttern, oder? Bevor wir jetzt halt ins Bett weghüpfen. Bleib mal da, bleib mal da. Was geben wir denn dir? 19,7. Dir geben wir das da. So. 49,80. Das ist doch schon mal etwas, ne? Fehlen nur noch 30 Punkte. Und dann gebe ich dir das da auch noch. So. Jawohl, Widerstand plus 2 ist auch in Ordnung. So, das heißt, ich werde mich mal drüber machen, ein oder zwei Tage, dass ich ein bisschen Zeug noch herstelle, ein bisschen Essen herstelle. Gehen wir erst einmal schlafen und schauen, was wir an Geld verdienen. Ich kann immer nicht aufhören, das ist echt schrecklich. So, gucken wir mal, was wir Punkte kriegen. Und?
Das braucht man nicht mal, ne? Das, oft kommt es nur, wenn ich erst auf Lernen gehe. Und dann, ui, Gesamtruf 6. Also 6 Sterne, 4 Ruf und 240 verdientes Geld. Es hat sich definitiv gelohnt, dass ich die Gerichte ausgetauscht habe. Aber Leute, das soll es wirklich für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.